Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Armada 2. So, mittlerweile sind wir jetzt in der Klingonen-Kampagne angekommen und ich würde sagen, wir starten einfach in die erste Mission. Ein Degen für Sarouche. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber Klingonisch, da war ich schon immer schlecht in der Schule. Halt die Klappe, mach einfach weiter. Ich hoffe, euch da draußen geht's soweit gut und wenn ich sehe zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Die Föderation hat ihre Hauptflotte in den Delta-Quadranten entsandt, um die Borg anzugreifen. Unsere Klingonenkrieger sind zurückgelassen worden, um mit den übrigen Schiffen der Föderation hier im Alpha-Quadranten Kindermädchen zu spielen. Ha! Die Föderation wollte, dass wir als Friedenstruppen agieren. Ich bin aber kein Mann des Friedens und es hat sich herausgestellt, dass die Cardassianer es auch nicht sind. Sie haben im Geheimen eine riesige Flotte formiert. Wir wissen nicht, wie sie dies geheim halten konnten. Jemand muss sie dabei unterstützt haben. Als dann die Reserveflotte der Föderation im Pearl-Nebel angedockt war, haben die neuen cardassianischen Streitmächte einen Überraschungsangriff gestartet. Sie haben die nichtsahnenden Kreuzer, Kriegsschiffe, Zerstörer und Sternenbasen der Föderation verwüstet. Nur wenige Schiffe konnten entkommen und die wenigsten von ihnen sind Föderation, dass jeder gleichermaßen friedliebend ist wie Sie. Besitzen Sie denn keinen Funken List? Oder fehlt Ihnen einfach der gesunde Verstand? Vielleicht sind Sie ja einem Kriegertod gestorben, aber im Schlaf erwischt zu werden? Unentschuldbar. Jetzt müssen wir Klingonen diesen cardassianischen Aufstand niederschmettern und der Föderation zeigen, dass der Frieden nur mit der scharfen Klinge eines Padlet gewahrt werden kann. Friedenstruppen? Wie sagt das Sprichwort? Savat ilut de ko. Sei immer treu dir selbst. Ja, das sage ich mir auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Okay, dann schauen wir doch mal. Erobern Sie den Planeten Vanoshan zurück. Der Planet Sarouche darf nicht übernommen werden. Martok muss überleben. Hinweis: Finden und reparieren Sie die verbleibenden Föderationsschiffe und Stationen. Okay, wo bin ich denn eigentlich? Hallo? Was ist hier los? Okay, das ist irgendwie merkwürdig. Was ist denn das für ein Kameramodus jetzt? Haben die da... Hä? Hab ich da aus Versehen irgendwie was gedrückt? Wartet mal. Wir gehen mal kurz auf Abbrechen. Und dann starten wir nochmal. Das ist ja jetzt merkwürdig. Ja, das kennen wir jetzt schon. So, jetzt haben wir's. Station wird angegriffen. Gut, wo müssen wir hin? Wir müssen wahrscheinlich hier hin. Hier sieht's auch schon mal ganz nett aus. Dies wird unser Tag werden. Wir haben einige Bird of Praise dabei. Die. Oh, Quatsch. Was mache ich denn jetzt? Oh? So. Die uns jetzt nicht ganz so viel bringen werden. Okay, dann würde ich sagen... Angegriffen. Man sollte niemals Erwerbsregel Nummer 34 vergessen. Frieden. Bauen wir erstmal eine Station und holen uns für das Reich ein paar der hier zurückgelassenen Schiffe wieder zurück. Stationsbau wurde begonnen. Können wir... Nee, das müssen wir... so machen. Gut gemacht. Sie haben die Föderationsschiffe wiedererlangt. Jetzt ist es an der Zeit, einige richtige Kriegsschiffe nach klingonischer Art zu bauen. Genau, der gute alte klingonische Standard. Wer kennt ihn nicht? So, damit kann ich nicht viel anfangen. Das können wir zerstören. So. Na? Ihr ehrt mein Haus. Euch schicken wir mal hier rüber. Für Kahles. Ich dürfte. Du bleibst bitte hier und gehst erstmal auf Tarnung. Feind angegriffen. Ja. Station wird angegriffen. Neue Station ist fertig. Oh, denn was denn hier oben? Nee.
Und dann, da, guck mal hier. Das wäre. Nee, Kumpel, so nicht. Dorthin kann nicht gewinnt werden. Das kann ich. Die Montage beginnt. Das bringt mir nicht viel, weil mit denen kann ich dann nicht großartig wir arbeiten. Dann würde ich sagen, bauen wir hier eine Fördereinrichtung hin. Verstärkungen sind unterwegs. Gut, dann haben wir schon mal zwei Stationen nebeneinander. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und für eine haben wir nicht mal was zahlen müssen. Kepler! Nach Stavokor! Du bist getarnt, ja. Für Kalis. Okay, dann. Entschuldigung. Neue Station ist fertig. Irgendwie heute immer wieder ein Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Beginnen mit Bau. Bereit zum Bauen. Dann. Wo ist denn hier was? Ach, das dürfte. Genau. Sehr schön. Hier bauen wir noch ein Konstruktionsschiff. Kannst da runter und. Und du auch. Ne? So. Genau. Für Kalis. Da oben gibt's Stress. Da schicken wir mal jemanden hin, der da mal guckt, was da los ist. Die Handelsstation. Oh, ich glaube, als Klingone brauchen wir dann viel Latinum. Bereit zum Bauen. Fangen wir an. Ist fertig. Die Schlacht hat begonnen. Ah, so. Setz nämlich mal ein bisschen höher und du bist auf der passenden Höhe, das ist okay. Dann brauchen wir ein Waffencenter. Damit wir bessere Schiffe bauen können. Da oben ist Party Hard. Oh oh. Sieht gar nicht mal so gut aus. Der Sieg wird unser sein. Ah, sieht echt nicht gut aus. Ach, das Sarouche. Station wird angegriffen. Sarouche dürfen wir nicht verlieren. Was macht ihr denn da hinten? Wir sind Klingonen. Komm, geh mal hin da. Ey! Der hier versucht meine Basis da einzunehmen. Das ist nicht gut. Bitte nicht Sarouche angreifen. Da wäre ich sehr dankbar für. Komm, werd mal fertig hier. Wir sind Klingonen. Ja, dreiviertel fertig ist er. Für das Reich. Sie werden vor uns erbeben. Quatsch, Martok, du gehst mal hoch und sorgst mal hier für Ordnung. Kann ja wohl nicht angehen hier. Oh, den Planeten sollten wir mal voll besiedeln. Neue Station ist fertig. Wir sehen uns in Stavokor. Na, ich hoffe mal, soweit kommt das jetzt noch nicht. Denn wann sehen wir uns in Stavokor genau? Wenn wir über Jordan sind? Sie haben keine Chance. Dann geht um auf Tarnung da oben. Hier unten. Du willst nicht zufällig mal angreifen. Sage mal. Alarmstufe rot. Ach, ihr seid nicht auf Alarmstufe rot geschaltet. Warum das denn? Alarmstufe rot. Kein Aufsehen erregen, oder wie? Bereit zum Bauen. Oh, eine Werft wäre gut. Die basteln wir dahin. Ne, da ist jetzt erstmal nichts, was wir jetzt großartig bauen müssten. So, Waffencenter, dieses, haben wir alles soweit. Ich schick mal hier. Ich hoffe mal, das Konstruktionsschiff kommt da oben an, weil dann können wir uns nämlich da oben noch eine Basis hinsetzen. Station ist fertig. Und der Planet hat dann ein klein wenig Schutz und Sicherheit. Beginnen mit Bau. Dann bauen wir uns jetzt ein paar Watcher-Klasse. Schiffe, so. Bereit zum Bauen. Genau. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Bereit zum Bauerinski. Warte mal, das brauche ich eigentlich gar nicht. Bergenstation. Genau, die unser kann... Unser Planet ist unter Beschuss. Ich wusste es. Stationsbau wurde begonnen. Ach, komm. Schnell. Mach flink, Junge. Haltet durch. Oh oh. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Schlagen Sie zu, solange das Eisen noch heiß ist. Oh, scheiße. Neue Station ist fertig. Es läuft nicht gut.
jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich die Mission knicken. Hau ab. Bereit zum Bauen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Momentan ballern sie noch nicht auf dem Planeten. Oder nicht mehr, besser gesagt. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Kepler! Neue Station ist fertig. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein großes Angriffsschiff da. Wir sind Klingon. Ja, da sieht man mal, hat ganz schön was abgekriegt, das Schiff von Martok. Ich möchte schon gerne mit einer ganzen Flotte da hoch. Oh, warte mal. Sensoren verlangs. Die können wir da hinbauen. Wir haben doch auch getarnte Schiffe. Oh nein, die Mission habe ich irgendwie jetzt ganz böse in Erinnerung. Wir haben ein neues Schiff. Hatten die nicht. Oh, die arbeiten doch auch mit diesen Langstrecken-Torpedowerfern. Neue Station ist fertig. Was ich persönlich uncool finde. Aber na gut. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Frage ist nur noch wie. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ne? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Es wird noch 3 Stück, dann haben wir die Flotte fertig. Nach Stavrokor. Nee, nicht wir nach Stavrokor. Wir hätten uns schön von Stavrokor fern, Jungs. Nein, 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 Kinder. Nach Stavrokor geht's erst, wenn wir... wenn wir das auch wirklich wollen. Okay, noch einer. Bereit zum Bauen. Sofort. Stationsbau wurde begonnen. Gut. Und dann wollen wir uns mal dahin begehren. Begehen. Hinbegehren, ja. Beginnen mit Bau. Die Schlacht hat begonnen. Sehr gut. Vernichtet die Feiglinge. Für Kalis. Tschukov. Vernichtet die Feiglinge. Oh oh. Komm, haltet durch, Kinder. Ihr schafft das. Ihr könnt das. Ich glaube an euch. Ja, sieht gut aus. So ist das schön. Wir sind bereit für den Kampf. Galore-Klasse kann, glaube ich, Planeten zerstören. Für Kalis. Vernichtet die Feiglinge. Kepler. In den Kampf. Auf in den Kampf, Torero. Oh. Wir sind bereit für den Kampf. Okay. Bereit für den Kampf, aber... Ich möchte für den Kampf ein bisschen mehr. Ich verstehe nicht. Das ist aber schön, dass du nicht verstehst. So, jetzt aber bitte. Genau, er macht sich auf den Weg. Wir sind bereit für den Hier Kampf. Fehlen mir noch 2 Schiffe, damit die Flotte wieder voll ist. Ja. Eine Klingonenflotte, die nicht voll ist. Verstehst du? Ja, ja, ja. Fangen wir an. Sollte eigentlich erstmal als grundlegende Verteidigung hier unten so weit reichen. Oh, den könnte ich ja besiedeln eigentlich. Warum mache ich das nicht? L61208. Das ist nicht Planet, den wir suchen. Wir sind bereit für den Kampf. Aber wir werden ihn trotzdem besiedeln. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Verstanden. So, mach mal dein Ding da. Diese Welt gehört uns. Dann pumpe ich gleich wieder ein paar Schiffe nach.
Schaden wird es nicht. So. Fangen wir an. Okay, Kinder. Jetzt haben wir hier oben wenigstens schon mal. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Setze ich mal ein bisschen so hin. Dann ist die Basis ein bisschen vorgeschoben. Das soll Stationsbau wurde begonnen. Mir ganz gut passen. Planetenschilde sind auch nicht verkehrt. Den besiedeln wir und bauen die Schilde. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ja, zum Glück geht das ganz schnell. Also recht schnell. Sage ich jetzt mal. Dann haben wir nämlich nochmal Metall und Dilithium. Was natürlich nie verkehrt ist. Ich glaube, ich werde hier oben dann nochmal ein Werft bauen. Neue Station ist fertig. Wir sind Klingonen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sofort. Stationsbau wurde begonnen. Beginnen mit Bau. Vielleicht noch zwei Minenfrachter. Die Schlacht hat begonnen. Das ist soweit okay dann. Wir können die nämlich effektiv abbauen. Wir sind bereit für den Kampf. Ach schön, dass die erstmal durch den Nebel noch fliegen. Und dadurch erstmal schon mal ganz gut Schaden nehmen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Neue Station ist fertig. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Na. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Da ist jemand mit Torpedowerfer, der im Nebel ist. Und da will ich jetzt nicht unbedingt rein. So. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Stationsbau wurde begonnen. Flotte 2 steht auch eigentlich soweit. Noch 6 Schiffe, dann haben wir es. Für Kalis. Einen schicken wir schon mal neue hoch. Station ist fertig. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Na komm. So. Schön Reparinski machen hier oben. Wir sind Klingonen. Dann holen wir uns hier noch sofort eine Sonde, also einen Horchposten oder wie auch immer. Damit das dann soweit passt. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. So kriegen wir hier auch ein bisschen mehr Sichtweite. Wir sind Klingonen. Ekpa! Wir sind bereit für den Kampf. Warte mal, Stationsbau wurde begonnen. Oh, da kommt was. Die Schlacht hat begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Ist okay. Sehr das gut. Hält die durchaus im Moment wir aus. Haben ein neues Schiff für die Flotte. Sehr gut. Sorgen wir für Chaos nach Stavrokor. Oh, wir haben hier oben ein Wurmloch. Neue Station ist fertig. Na, dann wollen wir mal gucken. Sehr gut. Wir sind bereit für den Kampf. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Also, ein neues Schiff für die Flotte. Hab schon gedacht, da fehlt doch noch ein Schiff. So, ihr könnt dann hier hoch. Und ihr macht hier unten ein bisschen Terror. Es sind nur noch Metallrückstände auf diesem Planeten. Das ist okay, damit kann ich umgehen. Sorgen wir für Chaos, Etschukov. No. Da ballert jemand aus der Ferne, das mag ich ja gar nicht. Ich glaube, wir brauchen Matok. Hier ist kein Dilithium mehr vorhanden. Das ist aber schlecht. Ich mag das nicht. So. Ich glaube, euch kann ich dann auch gleich hier durchschicken. Setzen Sie einen neuen Kurs. Wir sind in einen gefährlichen. Aber nur einen neuen Kurs, keine zwei neuen Kurse, ne? Wir sind bereit für den Kampf. Wir sind in einen gefährlichen Nebel. Hey, Matok, wo fliegst du denn hin, du? Für das Reich. Wir sind in einen gefährlichen Nebel. Boah, du bist ja auch ein Held. Warum schicke ich dich durch das beknackte Wurmloch, wenn du dann erstmal. Oh. Ich verstehe nicht. Matok, komm erstmal aus dem Nebel raus. Ja, nur so eine Idee. Für das Reich. Hab mal gehört, so ein Nebel soll ja jetzt nicht so förderlich sein. Kepler.
Die Schlacht hat begonnen. Für Kalis. Für Kalis. Sehr gut. Wir sind bereit für den Kampf. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Natürlich, immer direkt in den Nebel rein. So ist das richtig. So mögen wir das, ne? Nach Stavrokor. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Für Kalis. Wusste ich doch, dass hier Ärger wartet. Wir sind bereit für den Kampf. Wir sind bereit für den Kampf. Für Kalis. Matok, du kommst mal auf Schnellwahl 3. Aber hier können wir ein Kolonieschiff bauen. Dann können wir den Planeten gleich einnehmen. Alles, was wir haben, haben wir. Und was wir nicht haben, das brauchen wir hoffentlich auch nicht. Sofort. Ja, sorry, ist ein Strategiespiel. Ich weiß nicht, was sie da immer quatschen soll zwischendurch. Ich tue mein Bestes, versprochen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Wir werden nicht länger warten. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir werden nicht länger warten. Diese Welt gehört uns. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Bist du sicher? Na gut, wenn du es sagst. Ja, für das Reich. Ein weiterer Planet gehört uns. Sorgen wir für Chaos. Wir sind bereit für den Kampf. In den Kampf. Sehr gut. Was haben wir hier? Konstruktionsschiff. Für Kalis. Sehr gut. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Für Kalis. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, wenn die immer die Station quasi fast komplett kaputt machen und dann stehen lassen? Die Schlacht hat begonnen. Aber bei wichtigen Schiffen wird es nicht gemacht. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Etschukov. Wir sind bereit für den Kampf. Oh. Vernichtet die Feiglinge. Hoch da. In diesem Nebel ist kein Latinum mehr. Gemündelter Angriff. Oh oh. Oh oh. Komm, das geht zu langsam. Für Kalis. Wir sind bereit für den Kampf. Oh nein, eine Flotte ist schon komplett im Arsch. Beginnen mit Bau. Hatte ich nicht hier unten schon mal was nachgebaut? Nee, hatte ich nicht. Für Kalis. Für Kalis. Dennoch sieht das ganz für gut aus. Kalis. Sehr gut. Etschukov. Die Schlacht hat begonnen. Für Kalis. Etschukov. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ja, das ist okay. Das könnte ich hier oben dann gebrauchen, ne? Für Kalis. In den Kampf. Warte mal, ich kann dich doch gleich in die Nähe vom Wohnloch schicken. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich glaube, dich kann ich erstmal hier runter berufen. Für Kalis. Wir müssen eigentlich so ziemlich alles jetzt im Griff haben. Für Kalis. Sehr gut. Einmal kaputt machen, bitte. Und zwar sofort. Ich sagte sofort, das ist nicht sofort. Das ist schnell, aber nicht gleich. Für den Kampf. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Kepler! Für Kalis. Sehr gut. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. In den Kampf. Für Kalis. Na, bleibt klar. Für Kalis. Bleibt gleich da hier. Sehr gut. Ja. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich verstehe nicht. Das ist toll. Ich verstehe es oft auch nicht. Ja. Ich verstehe nicht. Ach, sehr gut. Liegt doch einfach drumrum. Nur eine Idee. Ist ein Vorschlag. Neues Schiff für die Flotte. Nach Stavrokor. Beginnen mit Bau. Wir
sind bereit für den Kampf. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Natürlich. Wir sind bereit. Was denn auch sonst? Für den Kampf. Ach, den haben wir schon. Niemand lebt ewig. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Bei manchen ist das auch ganz gut so. Sie haben keine Chance. Pflicht und Ehre. Den Planeten muss ich doch, glaube ich, einnehmen. Genau. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Okay. Verstand. Aber nicht mehr lange. Moment. Der Planet darf nicht zerstört. Martok muss überleben. Okay, das passt. Dann sollten wir es... Oh, guck mal. Hier unten hat sich was versteckt. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Diese Welt gehört uns. Oh Mann. Kepler, wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Och, ihr Gurkentruppenlach. So, hier Kepler, lang. Guck hier. Für Kalis. Guck. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Guck und mach kaputt. So schön. Ein weiterer Planet gehört uns. Und Vanoshan wird jedem Angriff widerstehen. Ich muss den Cardassianern danken. Jetzt haben wir einen Krieg, auf den wir stolz sein können. Ja, wunderbar, das lief doch ganz gut. In diesem Sinne sage ich einfach mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.